Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing, und zwar den Echo Show 5, dritte Generation. Der soll mein Schlafzimmer erweitern. Jetzt muss ich nur gucken. Ach, hier unten, der wird unten aufgemacht. Der soll wohl auch Gestensteuerung haben. Ich habe da jetzt nämlich ein Echo stehen. Da. Und der ist ja süß. Ja, die Hefte könnt ihr euch sparen. Da steht nur drauf, welche Taste was ist und dass ihr das über der Alexa-App einstellen müsst. Könnt. Müsst. Teilweise. Und wie ihr einstellt. Was ihr überhaupt nicht braucht. Das ist totaler Papierverschwendung. Braucht kein Mensch. Weil die erklärt euch das, machen wir im Hardware-Video, erklärt euch die Einstellung super einfach. Super, also da gibt es nichts zu meckern. Wirklich kinderleicht, das Ding einzustellen, weil da ist, werdet ihr da gleich sehen. Wir packen den erstmal aus. Einstellen machen wir dann natürlich im separaten Video. Oh, die Tasten, das habe ich auch an meinem Echo. Das finde ich schön. Ah, selbst hier kannst du die Kamera dicht machen. Wie geil. Bei der älteren Generation weiß ich noch, da hatte das nur der Achter, dass du die Kamera hier zumachen kannst. Und die anderen 10er und 5er hatten das alles nicht. Das weiß ich noch, ganz genau. Aber das finde ich geil. Auch die Haptik von den Tasten ist cool. Aber ich mache schon wieder hier hardwaremäßig. Wollen wir gar nicht. Da muss ich mir nur noch einen Standfuß dafür holen, damit er schöner aussieht. Dass er dann auf dem Nachttisch dann so drauf ist. Oder ich kann ihn mir auch so hinstellen. Mal gucken. So. Wir nehmen jetzt aber einfach mal den Standfuß vom 10er. Gleich, dass ich mir den dann halt so hoch kann stellen kann. So, damit ihr dann so ein bisschen was besser sehen könnt, ja? Nicht wundern. Passt der denn eigentlich? Nö. Ja, ich könnte es so rufstellen, ja, aber sieht ja auch affig aus. Naja. So. Schönen Stoffüberzug. Also Qualität ist mal wieder erstklassig. Das ist geil. Das wusste ich gar nicht. Auch in Weiß sieht da sehr, sehr schick aus. Ach, ich habe schon wieder Fettfinger drauf gemacht hier. Naja, muss ich nachher Bildschirm nochmal sauber machen. So, Helligkeitserkennung soll er auch haben. Da kommt der Tiger auch wieder für euch. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir hier einen Cut. Und wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wenn wir den anschließen werden. Und das erste Mal einrichten werden und gucken, wie das so vorangeht und wie lange wir brauchen, um den einzurichten. Bis dahin wünsche ich euch was. Ahoi, sagt euer Odin. Und denkt dann, Däumchen wären Träumchen.